Im Rahmen eines deutsch-kanadischen Dialogprogramms der Hans-Seidel-Stiftung hielten sich am heutigen Tag auch etliche prominente CSU-Politiker in Ottawa auf. Ein geplantes Treffen mit kanadischen Abgeordneten wurde nach dem Anschlag abgesagt. Am Telefon in Ottawa begrüße ich jetzt den Unionsinnenexperten Hans-Peter Uhl. Guten Tag nach Ottawa. Grüße Gott. Herr Uhl, wie haben Sie die dramatischen Erlebnisse am heutigen Tag dort wahrgenommen? Wir haben unser Hotel verlassen. Das Fairmont Hotel ist unmittelbar neben dem Parlamentsgebäude und fuhren genau in der Zeit des Anschlages, der wohl um 9.52 Uhr war, also etwa 3-4 Minuten vor dem Anschlag, am Hotel vorbei, am Parlamentsgebäude vorbei, und konnten zu dem Zeitpunkt nichts feststellen, weil der Anschlag unmittelbar danach gewesen sein muss. Wir hatten einen kurzen Termin im kanadischen Nationalmuseum auf der anderen Seite des Flusses mit Blick zum Parlament und haben dort über Tickermeldungen erfahren, dass auf der anderen Seite des Flusses der Anschlag war. Wir sollten eine halbe Stunde später uns treffen mit kanadischen Parlamentariern. Dieses Treffen konnte nicht stattfinden, weil das Parlamentsgebäude abgeriegelt war. Sie durften das Gebäude nicht verlassen und wir konnten nicht dorthin, weil die Straßensperren der Polizei bereits in vollem Gang waren. Das Thema innere Sicherheit ist Ihnen ja mehr als geläufig. Kanada gilt ja als sehr weltoffen und durchaus anders aufgestellt, auch als die Vereinigten Staaten. Wie haben Sie das Land wahrgenommen? Insbesondere stellt sich vielen Experten auch die Frage, wie konnte der Täter in das Parlament geraten? Haben Sie den Eindruck, dass die Kanadier da unter Umständen etwas leichtgläubig oder zu offen waren? Nein. Wir waren ja selbst gestern im Parlament und wurden intensiv überprüft und wie bei uns am Flughafen, obwohl wir eine angemeldete Parlamentariergruppe waren. Also hier sind Sicherheitskontrollen schärfer noch als bei uns. Wir waren gestern Abend beim Migrationsminister. Da haben wir in der Tat die Weltoffenheit und Fremdenfreundlichkeit Kanadas erlebt und diskutiert. Die Migrationspolitik ist sprichwörtlich in Kanada, seit Jahrzehnten bereits. Aber auf der anderen Seite hat das Thema ISIS uns alle unsere Gespräche beherrscht. Haben Sie den Eindruck, dass mit dem heutigen Tag sich unter Umständen irgendwas in der kanadischen Wahrnehmung von Terrorismus oder im Denken, was innere Sicherheit angeht, ändert? Davon bin ich sehr zutiefst überzeugt, wenn wir das Ausmaß dieses Terroranschlags kennen, und es wird sicher sich bald herausstellen, ob diese drei Anschläge zur gleichen Zeit miteinander zu tun haben, wovon ich eher ausgehe, wird dieses natürlich das Thema Nummer eins sein, auch weltweit. Und wir müssen uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir gegen diese Geisel der zivilisierten Menschheit vorgehen. Die Kanadier beteiligen sich ja an den Luftschlägen in Nordirak. Möglicherweise gibt es da einen inhaltlichen Zusammenhang zu dem Terroranschlag. Dennoch müssen alle Staaten gemeinsam eine Allianz bilden mit der arabischen Welt. Auf keinen Fall ohne diese. Mit der arabischen Welt, wie wir den Kampf gegen diese Geisel der Menschheit aufnehmen können und diese terroristische Gefahr auch in unserem Teil der Erde, auch in Deutschland, besteht die abstrakte Gefährdung, wie wir diesen Gefahren begegnen können. Herzlichen Dank, Hans-Peter Uhl nach Ottawa, und guten Rückflug.